Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, auch hier geht's wieder weiter. Und ich habe jetzt schon die erste Anfrage bekommen, warum ich denn hier kein Cosplay nutze. Ja, also lieber FIFA, Cosplay werden wir im LS15 dann machen, aber hier möchte ich dann doch eigentlich schon noch sozusagen auf die alte Form gehen, nämlich ja, das alles selbst noch soweit zu bewirtschaften. Später können wir vielleicht mal gucken. Wir haben sie ein großes, ehrgeiziges Ziel gesetzt, ne? Dass wir da also richtig, richtig viel machen wollen. Wir wollen alle Felder besitzen. Da ist natürlich schon mal eine ganz große Aufgabe. Und ja, da können wir natürlich mal schauen. Vielleicht können wir auch hier dann mal später Cosplay einsetzen, wenn wir wirklich gar nicht mehr hinterherkommen. Aber das, ja, werden wir dann mal sehen. So, hier werden wir jetzt als erstes mal die Silos verdichten. Die Einsaat unten läuft ja soweit schon. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, denn wir haben natürlich jetzt viele Baustellen im Moment. So, hier fahren wir mal in einem durch, vorsichtig runter. So, auch das ist jetzt zu. Und ja, hier drüben haben wir natürlich entsprechend für die BGA auch noch ein bisschen Vorrat. Da können wir dann auch noch ein bisschen Geld verdienen, aber jetzt im Moment erstmal noch nicht. So, Grober ist fertig hier. Das heißt, auch hier müssen wir natürlich jetzt dementsprechend noch ein bisschen was arbeiten, denn wir wollen natürlich auch noch die Einsaat und das Düngen hinter uns bringen. So, das heißt, wir werden erstmal den Grubber jetzt wegbringen. Und ja, 6, 8 und 9 wird dann dementsprechend gleich noch eingesät. Da machen wir natürlich dann auch wieder den Mais drauf. Wir haben jetzt gesagt, auch Feld 7 wird ja dann ein Häckselfeld. Da bin ich jetzt mal gespannt. Auch da, wie gesagt, bei der Ernte Feld 7 werden wir jetzt hier das vierte Silo dann nutzen. Oder das erste, falls wir es bis dahin schon leer haben. Und dann möchten wir das nicht als Durchfahrtssilo benutzen, sondern sozusagen rückwärts reinfahren und ein Silo richtig mal befüllen. Ne? So mit einem ganzen Feld. Und dann gucken wir einfach mal, was da entsprechend bei rumkommt. So, wir werden aber jetzt erstmal hier den Knaben entsprechend einparken. So. Packen wir hier gerade zwischen die zwei Kipper rein. Da drüben haben wir ja noch die Kondor stehen. So, das passt soweit. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, wo haben wir eigentlich die. Was machst du hier? Ah, du warst zur Reparatur, genau. Hier war noch ein bisschen Chaos, was wir beseitigen wollten. Das können wir nämlich jetzt erstmal auf Seite fahren, damit wir auch entsprechend unseren Mähdrescher wieder in den Unterstand bringen können. Ne? Wir haben momentan ziemlich viel außen rum stehen, aber wir wollen natürlich auch schauen, dass wir dann so nach und nach die Sachen hier mal wieder ja, weggeräumt bekommen. So, dann schnappen wir uns gleich Mähdrescher. Dumm, di dumm, di dumm. Ja, wir tapsen mal kurz darüber. Ist ein bisschen weiterer Weg. Ja, dafür wäre jetzt ein kleines Autochen gut, ne? Für so einen lauffaulen Solaris wie mich. Da können wir das nämlich dann gleich hier, ne? Besten so ein Golfkarren oder so. Naja, gut, Spaß beiseite. Bisschen laufen ist ja gesund, ne? So, und den werden wir jetzt entsprechend mal in den Unterstand fahren. Da vorne kommen wir nicht durch, weil da die Kondor noch im Weg steht. Die können wir aber eigentlich dann auch wieder wegräumen. Dann würde ich jetzt erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen, ja, wieder Platz kriegen. So, hier haben wir das große Maisgebiss. Das brauchen wir jetzt ja erstmal nicht mehr hier oben. Das heißt, wir können hier das erstmal wegräumen. Vorsichtig, dass wir nur die Zapfsäule nicht noch ummähen. Und ich würde sagen, das stellen wir wieder hier hinten rein. Da wissen wir ganz genau, wo es wieder ist. Und beim nächsten Mal suche ich es dann trotzdem wieder. Ne? Ihr kennt mich ja. So, das einmal abkuppeln. Und ja, ich würde sagen, wir fahren dann gleich mal so. Hier haben wir ja keine Außenspiegel. Haha, schade. Wollte gerade sagen, wir probieren es mal in der anderen Form. Wir kuppeln nämlich jetzt gleich das andere Schneidwerk wieder an. Denn das werden wir dann auch als nächstes hier unten wahrscheinlich brauchen. Einsaat läuft, wie gesagt, jetzt Feld 20, 21. Jetzt müssen wir erstmal noch gucken, oben die Einsaat. Ich war nur gerade eben etwas irritiert, wo denn überhaupt die Sämaschine ist. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt schon in Position gebracht hatten. Aber das sehen wir jetzt gleich. So, den kuppeln wir mal an. Machen hier mal die Zündung aus. Dann gucken wir mal gerade hier drauf. Und wir sehen, ha, da ist es ja, ne, da haben wir sie ja schon bereit. Das heißt nämlich auch hier kann entsprechend das nächste eingesät werden. So, damit wir auch da gleich richtig in die Puschen kommen, werden wir auch hier dementsprechend schon mal düngen. So, jetzt geht es wieder um Rangieren. Los, voll ist er ja. Und ihr seht, wir haben noch 22.000 Liter Dünger drin. Ich hoffe, das wird jetzt reichen. Kann mal gucken, wie es da hinten aussieht. Nicht, dass wir da wieder irgendwo andotzen, weil hier haben wir Schadensmod drin. Das wäre schade, wenn wir jetzt hier unter die Prozente holen. So. Und dann werden wir hier schon mal anfangen, oben die Felder zu düngen. Ich würde nämlich gern 6, 8 und 9 dann auch ja baldigst abhaken können.
damit wir uns nämlich dann unten drauf konzentrieren. Wir haben ja noch Feld 29, 30 zum Häckseln. Da müssen wir dann auch noch ran mit dem kleinen Big X. Da haben wir uns den Tausender geholt. Und da wollen wir natürlich dann entsprechend das Silo bei dem Kuhstall noch füllen, damit wir auch dort dementsprechend ein bisschen, ja, was für die Kühe als Vorrat haben. So, da links ist die Sämaschine zugange, das ist schon mal sehr schön. Die wird ja hier auf dem Feld 8 noch ein bisschen brauchen. Mit dem Düngen werden wir wahrscheinlich um einiges schneller sein. Gucken wir mal, wie wir das jetzt am besten machen. Weil wir müssten ja dann eigentlich auch noch dann, wie gesagt, 29:30 langsam anfangen. So, hier die können wir schon mal ausklappen. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht stört. Ich fahre den mal so ein Stückchen weiter rein, dann kann der hier schon mal aufklappen. Ja, das ist schön, dass er so einen riesen Arbeitsbreite hat. Leider reicht das aber nicht für einen Durchgang. Das ist halt ein bisschen ungünstig. So, hier nochmal kurz nachrangieren. Okay, Fahrstufe 2 und dann bitte auch gleich einschalten. Tja, jetzt kann nämlich auch hier die Einsaat laufen. Beziehungsweise das Düngen eingesät ist ja schon. So, einmal drehen. Karums. Kurz ausschalten, weil ist zwar kostenlos, aber trotzdem sehr wertvoll, der Dünger. Ne? Den wollten wir natürlich nicht irgendwo verschleudern. So, und hier können wir entsprechend auch schon loslegen. Wunderbar. Mal gucken, für da drüben wird es noch nicht reichen, weil da jetzt schon anzufangen ist eigentlich unsinnig. Da warten wir lieber, bis entsprechend die Sämaschine vorangeschritten ist. So, damit sind wir hier oben in dem Bereich soweit schon mal ganz gut dabei. So, hier haben wir noch einen Kollegen, den wollen wir natürlich auch noch wegfahren. Wenn wir schon dabei sind, Ordnung zu machen, ne? So, hier die Sämaschine ist auch fast durch. Das heißt, hier können wir dann auch bald mal entsprechend ein bisschen düngen. Gerade überlegt, da können wir die Pantera nehmen. Wenn wir mit der dann dementsprechend mal ein bisschen hier das Feld düngen, das geht dann nicht ziemlich schnell. Arbeitsbreite 40 Meter, ne? Einmal hoch, einmal runter, dann ist der Drops gelutscht. Das ist richtig schön. Das macht richtig Laune. Und wir sehen, die Kartoffeln sind auch bald erntereif. Also jetzt geht's so langsam schon mal richtig ans Eingemachte. So, den Körnermais, den werden wir jetzt am besten auch gleich nochmal hier ins Silo bringen. Müssen wir auch bei Gelegenheit mal wieder schauen, ob wir nicht mal wieder was verkaufen können. Denn wenn wir uns das mal angucken hier gerade, wir gehen mal auf die Statistik. Wir haben jetzt schon einiges wieder angesammelt. Und ja, selbst der Mais ist ja schon gut gewachsen jetzt durch das Feld 2021. Gerste ist momentan nischt. Da könnten wir auch mal wieder ein bisschen was machen. Aber die Ernte dafür steht ja eben auch schon bald wieder an, ne? So, ja, das nehme ich jetzt ganz raffitückig. Wir steigen hier kurz aus. Dapseln mal hier rüber. Ich nehme das hier in der Zeit mal wieder weg. Und dann schnappen wir uns gerade die Pantera. So. Oh, ich mag ja dieses Riesending. Vor allem dieses riesengroße Cockpit, wo man ganz genau gucken kann. Okay, ich hätte vielleicht genau gucken sollen. Weil irgendwo bin ich, glaube ich, gerade böse hängen geblieben. Wieso eigentlich? Es interessiert mich jetzt mal gerade. Ah ja, klar. Volleinschlag nach hinten und dann irgendwo hier gegen den Pfosten. Ich habe vergessen, dass das Ding ja Allradlenkung hat und dementsprechend einen ganz, ganz kleinen Wendekreis. Weil das ist dann schon richtig, richtig übel. So, einmal die Warnleuchten anmachen, beziehungsweise rundum leuchten. So, zum Glück fährt die wenigstens relativ zackig. Ja, mit 40 km/h kann man nicht sagen. Hat ja riesengroße Räder. Weiß jetzt gar nicht, ist das wegen der Höhe des Tanks, wegen dem Gewicht oder ist das damit das Feld geschont wird, so als ja, Pflegeschutz, Pflegebereifung, wie beim Traktor, diese dünnen hohen Reifen. Wer das weiß, kann das gerne mal reinschreiben. Ich tippe hier mal so auf Pflegebereifung, weil besser hoch und schmal als breit und flach. Weil wenn sie breit sind, dann ja, wird natürlich mehr im Feld flach getreten, beziehungsweise gewalzt sozusagen, weil es ist ja einiges, was da an Gewicht gerade unterwegs ist. So, da fangen wir dann drüben an, weil das müsste hier eigentlich mit zweimal funktionieren. Wie gesagt, das Ding ist riesengroß. Für die, die es jetzt so noch nicht gesehen haben und sich jetzt wundern, warum ich mich hier hinstelle, ihr werdet gleich sehen, wie weit das Ding aufgeht. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt schon genau richtig stehe, aber guck mal, was das Ding für eine Arbeitsbreite hat hier, ne? Naja, so ganz perfekt stehe ich noch nicht, aber eigentlich schon fast, also viel fehlt da nicht mehr. Das Ding ist richtig herrlich, macht richtig Laune zu fahren. So, goodie, okidoki, so, dann auch hier Fahrstufe 2. Achso, wir könnten das noch ein bisschen absenken. Wenn ich jetzt noch gerade wüsste, welche Taste das wäre. Muss ich nochmal gucken. Da ist es, genau, mit der Taste J kann man es runterlassen. Das wollte ich nämlich noch machen. So, jetzt können wir es wieder einschalten. Also mit J runterlassen und
mit der Taste N wieder hoch. Denn wenn man das so ganz nach oben sprüht, ist das auch ein bisschen blöd. Und ja, ich glaube, da oben haben wir jetzt noch ein Problem. Wenn ich das richtig sehe, steht da gerade die Sämaschine. Und ja, unser Grupper steht daneben dran. Der steht im Weg. Er ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Den habe ich natürlich noch nicht weggeräumt. Aber das können wir dann, wenn wir da oben sind, gleich machen. Dann räumen wir den Farmall auch gleich wieder zurück. Muss der Helfer mal jetzt noch einen Moment warten, weil dann können wir hier dementsprechend schon mal die erste Bahn gleich durchziehen. Ne? Dann brauchen wir nicht hin und her switchen. Sind sie mal eh da oben, steigen gerade um und dann ist gut. Ja, der steht natürlich richtig klasse. Da sollte man dann immer drauf achten, gerade wenn man Helfer einstellt, dass zumindest die eigenen Fahrzeuge, wo man beeinflussen kann, dass es da Unterbrechungen gibt, dass die weg sind. So, dann haben wir das erledigt. Bahn durch. Einmal ausschalten. Ich hoffe, das klappt hier. Boah, das ist schön, dass er so einen kleinen Wendekreis hat. Da bin ich echt happy drüber. So, einmal hier rumschwenken. Mal gucken, reicht das schon? Ja, das passt soweit. Fahren wir kurz ein bisschen rückwärts. So. Nee, machen wir Zündung mal besser aus. Wollen hier keinen Sprit verblasen, unnötig. So, und der Freund hier, ja, der wartet jetzt auf mich. Also einmal Zündung an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schlau der Helfer ist. Ich klappe das jetzt hoch. Oh, der fährt gleich durch, ja, und haut jetzt gleich wieder gegen die Anlage. Super. Wie soll ich jetzt da rauskommen, Freund Schnürschuh? Oh Mann, ja, und fahr immer gleich weiter. Immer gleich weiterfahren, genau. Oh, also manche Helfer sind ein bisschen ouch. So, gut, jetzt kannst du durchfahren. Und wir werden den Knaben erstmal wieder zurückbringen, ne? Schöne alte Oldschool-Trecker-Manier. So, bums, bums. Und schon sind wir unterwegs. Hat jetzt schon 9,4 Betriebsstunden drauf. Und glaube immer noch die erste Tankfüllung. Also sparsam ist er, aber hat natürlich auch nicht viel Leistung. Das ist dann halt so das zweite Problem. Da sieht man schon, der Schlüter mit der großen Maschine, der zieht da mal ganz locker vorbei. Also, ja, ne? Aber seinen Zweck erfüllt er, obwohl er in Wirklichkeit natürlich den Grupper nicht ziehen würde. Wenn ich mir das große Ding angucke, dann den kleinen Hüpfer dazu. Ja, passt Leistungsverhältnis nicht wirklich so zusammen. Aber unser Retro-Traktor macht hier seinen Job und deswegen behalten wir den auch. Den wollen wir auf alle Fälle auch bis zum Ende des Let's Plays durchziehen. So, und jetzt seht ihr schon, wir haben wieder einen Haufen Kleinigkeiten gemacht und schon ist die Zeit bald wieder um. Das ist echt ärgerlich, weil ja, ich wollte so viel noch machen. Ich wollte eigentlich sogar heute mit dem Häcksel noch anfangen. Aber ich denke mal, das können wir vielleicht dann in der nächsten Folge starten. Düngen müssen wir jetzt oben noch. Hier unten mit der Pantera müssen wir dann auch entsprechend noch düngen, weil hier gibt es ja noch keinen Helfer, ne? Wie im LS15. Hier dürfen wir noch alles manuell düngen sozusagen. Und von dem Punkt her, ja, haben wir dann noch ein klein wenig Arbeit. Und dann müssen wir aber auch gucken, dass wir bald in die Puschen kommen. Denn 29:30 wartet auch schon. Und der Big X 1000, der kleine, der will auch endlich eingeweiht werden. Und ich denke mal, das kriegen wir eigentlich ganz gut in der nächsten Folge unter. Die Vorarbeiten haben wir jetzt soweit alle durch. Und das Düngen dürfte eigentlich relativ schnell gehen jetzt. Mit der Pantera sowieso. Und jetzt sehe ich gerade oben, die Einsaat ist auch fertig im Körnermais. Das heißt, wir können dann auch in der nächsten Folge das Feld 6 noch einsehen und jetzt aber erstmal mit dem Güllestreuer die 8 komplett fertig ziehen. Jo, damit haben wir schon mal eine ganze Menge Arbeit für die nächste Folge. Zumindest haben wir die BGA-Silos fertig gemacht und sind überall einen Schritt weitergekommen. Die Condor, die könnten wir dann auch bei Gelegenheit mal wieder wegräumen. Repariert ist auf alle Fälle jetzt schon. Und vielleicht machen wir auch noch ein bisschen BGA, denn unser Geldbestand, ja, 10.430, ist für landwirtschaftliche Verhältnisse eigentlich ein bisschen wenig. Wenn man sich jetzt mal umrechnet, also ich wäre froh, ich hätte jetzt 10.000 Euro gerade mal in der Tasche, ne? Aber für landwirtschaftliche Verhältnisse, sagen wir mal, mit den ganzen Maschinen, den Kosten, Dünger, Helfer und Co., ist das eigentlich gar nicht so viel Geld, ne? Das ist dann ziemlich schnell weg. Und von dem Punkt sollten auch wir hier im Spiel gucken, dass wir da bald wieder ein bisschen Nachschub bekommen. So, wir dackeln gemütlich unser Hof. Da werden wir uns jetzt mal noch rückwärts einparken. Ich denke mal, mit dem kleinen Hüpfer müsste das eigentlich ohne Probleme gehen. Wir werden mal ganz dezent drehen. Schauen wir nach hinten. Okay, sieht alles ganz schlecht aus. Dann können wir loslegen. So, hier müssen wir nur aufpassen. Der Kleine hat einen etwas anderen Aktionsradius, weil der hat hier nur eine Lenkachse sozusagen, keine zwei. So, dadurch ist das natürlich wieder was ganz anderes. Die anderen, die zwei Lenkachsen haben, bei denen dreht er natürlich nicht so schnell. Hier vorne mit den zwei, auch finde ich eigentlich ganz goldig schief stehenden Reifen, ja, dreht er natürlich deutlich schneller.
So, und in diesem Sinn sage ich für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.